Das Promi-Geflüster heute wieder mit einer herbstlichen Ausgabe. Wir sind ja jetzt mittendrin im November und so langsam rasen wir auch schon auf die Adventszeit zu. Da kommt auch noch einiges wieder Schönes, Weihnachtliches. Das ist immer gerade noch in Vorbereitung. Aber heute habe ich eine liebe Musikkollegin oder eine liebe Musikerin im Gespräch. Ihr kennt sie vielleicht noch aus der Vergangenheit. Wir haben gerade so ein bisschen nachgedacht, 25 Jahre müssen es etwa locker her sein. Die Gruppe heißt Die Schäfer, die kennt ihr ja noch, aber ich glaube, da ist jetzt auch schon wieder Geschichte. Und die Damen, die haben ja immer mal wieder gewechselt, leider Gottes. Und in der zweiten Besetzung, da war sie dabei, meine heutige Interviewpartnerin Christine Schmid. Hallo und herzlich willkommen, grüße dich. Guten Abend zusammen. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ja, Christine Schmid, sie war mit dem Akkordeon dabei. Und das Akkordeon und ja, die Tasteninstrumente, das ist auch nach wie vor noch weiterhin dein Instrument, oder? Frank, ich spiele Knopfakkordeon. Genau, da muss man natürlich schon nochmal unterscheiden. Das ist richtig, ganz genau. Aber da darfst du auch nachher gleich noch den Unterschied erklären, wie das zusammenhängt, was es damit auf sich hat. Erstmal freut es mich, wie gesagt, dass wir uns mal hier jetzt im Gespräch, im Promi-Geflüster mal treffen. Das sowieso mal. Denn eine liebe, bekannte Promoterin, die hat uns mal wieder zusammengeführt. Sie meinte, sowohl bei mir als auch bei dir, setzt euch mal zusammen. Denn die Christine macht eigentlich ganz tolle Musik. Es ist was anderes, als was man bislang so im klassischen SWR4-Programm hört, ne? Oder in dem klassisch-deutschen Programm hört. Erzähl mal ein bisschen. Ich meine, jeder entwickelt sich ja auch etwas weiter. Und so habe ich mich auch ständig weiterentwickelt. Ich habe nach den Schäfern, habe ich dann klassischen Gesang studiert in Italien. Mhm. Bei Maestro von Andrea Bocelli. Habe dann auch Hauptrollen gesungen, Aida und die Tosca. Und habe aber immer noch die Auftritte mit dem Akkordeon parallel gemacht. Ich konnte mich nie so wirklich entscheiden, will ich jetzt nur singen oder singen und spielen. Also ich habe immer eigentlich gesungen und gespielt. Mhm. Und wenn es dem Publikum gefällt, dann gefällt mir auch das Repertoire. Ich werde immer wieder gefragt, was ist denn jetzt so deine persönliche Präferenz? Aber ich habe eigentlich gar keine. Das kommt immer auf das Event drauf an, auf den Augenblick, auf das Publikum. Und dann finde ich es einfach toll, wenn man das Publikum entertainen kann, mhm, mit dem Repertoire, was eben dem Anlass auch entsprechend ist. Und da singe ich eigentlich genauso gern eine klassische Oper oder eine Arie wie eine Operette oder auch ein Chanson. Mhm. Deswegen ist es für mich immer schwierig gewesen, in was für ein Format passe ich denn nun rein? Ist es SWR 4 oder ist es eher ein Klassikprogramm oder was auch immer? Ich finde, in dieser Medienlandschaft ist für so Multitalente irgendwie kein Platz. Man muss sich immer spezialisieren. Und das finde ich eines Teils auch schade. Das stimmt, das stimmt. ganz genau. Und du bist ja in der Schweiz geboren, im Dreiländereck sozusagen aufgewachsen. Schweiz, Frankreich, Deutschland, also so Basel, die Ecke, ne? Und wenn man dann schon auch so ein bisschen ins Französische rüberschaut, da sind natürlich so, ist ja das Akkordeon auch sehr beheimatet. Und dann gerade wieder mit Chansons und so weiter, ne? Das war auch so meine erste Liebe. Ich wurde zweisprachig eigentlich erzogen, Französisch-Deutsch. Mhm. Und singen konnte ich ja anfänglich nicht. Ich habe also alles auf dem Akkordeon interpretiert. Und dann über diese ersten öffentlichen Auftritte, die ich dann hatte mit 15, habe ich gemerkt, der Gesang, irgendwas fehlt noch. Ich würde gerne die Leute mit dieser französischen Musik oder diesem Musette oder Chansons erfreuen. Und so kam ich dann über die Chansons eigentlich zum Gesang. Mhm. Interessant, interessant. Und ja, ich sage mal gerade so über die Grenzen hinweg, dann klar, es ist, wie du es auch gerade schon gesagt hast, dieses Schubladendenken. Ich meine,
man muss dann natürlich schon ein bisschen drüber hinaus über den Tellerrand schauen. Was machst du jetzt konkret? Weil wenn man jetzt auf deiner Homepage schaut, sind ja wirklich, ja, also auch vom Outfit her ist es schon ein bisschen sehr provokant, kann man vielleicht schon fast sagen, ne? Oder? Das kommt auf das Repertoire drauf an, Auch Frank. da dann wieder. Okay. Aktuell gibt es auch eine CD von dir oder wie schaut's aus? Also aktuell gibt es eine CD Paris-Berlin. Da habe ich die Rechte bekommen, deutsche Texte zu französischen Chansons zu schreiben. Wir kennen ja alle diese bekannten französischen Chansons. Und viele wissen gar nicht, um was geht's da eigentlich. Und die Herausforderung war, dass man das so umsetzt, dass es trotzdem sich schön anhört. Die deutsche Sprache hat ja so seine Tücken. Französisch, da klingt alles wunderbar, egal was man singt. Ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht, die Worte klingen einfach wunderschön. Und die deutsche Sprache, das ist so eine ganz andere Baustelle. Das kann man schon übertragen ins Deutsche, sinngemäß, aber trotzdem muss man aufpassen, dass es da nicht seicht wird. Aber ich denke, das ist mir ganz gut gelungen und ich habe trotzdem den Nerv und den Charme der Chansons getroffen und dann trotzdem eben in Deutsch interpretiert. Ja, also da kann man dann wirklich nur sagen, Glückwunsch und Chapeau! Chapeau. Ja, richtig, genau. Das trifft es natürlich, ganz genau. Wie sieht es dann damit mit dem Repertoire jetzt mit Auftritten aus? Auch jetzt vielleicht gerade mal hier bei uns. Ich meine, dass du auch, wie gesagt, hier auf Kreuzfahrtschiffen und sonstigen Bühnen unterwegs bist, das kann man deiner Homepage ja entnehmen, ne? Also jetzt hatten ja alle Künstler eine längere Zwangspause, nicht wahr? Ich habe vor Corona, habe ich zweimal Kaffee oder Tee gemacht im SWR-Fernsehen und ja, bin auch getourt mit der CD in kleinen Theatern, kleinen Sälen, zusammen mit einem Gitarristen, der mich dann begleitet hat. Also ich mit Akkordeon und Gesang und dann noch Gitarre. Und die öffentlichen Auftritte, die sind immer noch sehr selten. Durch diese Corona-Regeln lohnt es sich für viele Spielstätten überhaupt nicht aufzumachen. Wenn die nur 100 Tickets verkaufen können oder 80 Tickets, dann lohnt sich das einfach gar nicht. So dass ich momentan mehr oder weniger nur so private, ich habe viele Auftritte, aber eigentlich fast nur private Firmen-Events, Galas, Geburtstage, Hochzeiten. Aber speziell so öffentliche Auftritte, wo man wirklich das eigene Repertoire auch spielen kann, die sind immer noch sehr, sehr verhalten. Wie sieht's da aus? Viele haben ja auch so Online-Konzerte gemacht. Gut, ist ja ein bisschen jetzt wieder zurückgegangen, aber wäre sowas eventuell auch mal ein Gedanke? Ganz ehrlich, Frank, also ich finde die Idee prima, aber irgendwie ist das so ein bisschen an mir vorbeigegangen, so diese Sofa-Konzerte? Ja, ich weiß auch nicht, da habe ich mich technisch gar nicht so reingearbeitet in die Materie, wie man das, also so sprechen natürlich über Zoom, das schon, aber ich denke mir mal, Musik machen ist vielleicht noch was anderes, das so broadcasten dann, ich weiß nicht. Man müsste es mal versuchen. Das wäre ja Ich mal, müsste mich mal schlau machen. auch wenn es nur mal eine kurze Session Session. sozusagen dann ist. Das Ja. müsste man mal versuchen. Genau. Kannst du also von hier aus, wo du jetzt zum Beispiel bist, wäre das jederzeit denkbar, ne? Okay. Naja. Ja, also da müssen wir mal schauen, was da die Zuschauer, ja, wenn sie dich erst jetzt mal wieder sehen und vielleicht auch mal wissen, hier die Christine Schmid, die Die gibt's gibt's noch, noch. Die die lebt noch. gibt's noch, die lebt noch, die, was hat sie die ganze Zeit über eigentlich sonst gemacht, so zwischen, ja, Schäfer und jetzt, ne? Also da ist doch auch einiges passiert, denke ich mal, ne? Grundsätzlich. Es ist ganz viel passiert, aber irgendwie kommt es mir vor, als wäre das gestern gewesen. Also die Jahre, ich glaube, das ist für uns alle gleich, ne? Die Ja, Jahre, die natürlich. verfliegen so und dann denkt man plötzlich, huch, das ist ja schon 20 Jahre her. Was habe ich denn gemacht? Wo ist denn die Zeit geblieben?
Aber ich weiß nicht, ja, jeder entwickelt sich ja dann auch weiter und spielt wieder in anderen Formationen und ein anderes Repertoire. Und dann, ich weiß nicht, ja, die Zeit, es ist so schnelllebig geworden. Definitiv. Und vor allen Dingen hat sich auch so viel gewandelt. Ich meine, wenn man jetzt überlegt, damals an Internet und an solche ja, Meetings, wie wir es jetzt machen, hat man da noch gar nicht gedacht. Da waren wir Nee. noch weit entfernt. Also, wenn da mal einer gesagt hätte, wir haben da Handys und können uns da damit Ach ja. jetzt verbinden. Oder so streamen, weißt du, Genau. dass die Leute alles downloaden. So ist Ich es. meine, CDs verkauft man schon noch bei Auftritten. Aber sonst, also Klar. wenn ich erst die Abrechnung von der GEMA bekomme, ich sehe immer nur Streaming, Streaming, Streaming. Aber so CDs, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die haben gar keinen CD-Player mehr. Nee, also da, das ist auch zurückgegangen. Wenn der, ja, guck doch selbst dein, wenn du ein aktuelles Auto hast, wo findet man dann noch den Schlitz für die CD? Nur für den USB-Stick. USB-Stick oder Das Handy. Bluetooth, wie es so schön Bluetooth, heißt, ne? genau. Genau. Ja, also da muss man sagen, einiges geändert. Ich meine, wer hat es jetzt vielleicht kürzlich gesehen? Wetten, dass mit Gottschalk nochmal. Also, das war ja jetzt wirklich auch so ein bisschen Familienerinnerung Familientreffen. wieder, ne? Ja. Und kam ja wohl ganz gut an, wenn man so die Ja. Kritiken da oder beziehungsweise die Stimmen hört. Genau, richtig. Ja. Ich glaube, Ja. viele, viele Menschen sehnen sich einfach auch nach der alten Zeit, nach Werten, nach Erinnerungen einfach. Dadurch, dass es eben so schnelllebig geworden ist, Ganz denkt klar. man gern an vergangene Zeiten. Das war irgendwie so greifbarer alles, finde ich. Ganz klar. Ja, jetzt natürlich machst du auch noch was ganz anderes, so wie ich gelesen habe, außer der Musik. Du gibst auch hier mit Vorträgen, bist Genau. du auf der Bühne, gell? Was muss man sich da vorstellen? Also ich habe schon vor Jahren angefangen, in großen Firmen Sprechtrainings zu geben, so Sprech- und Kommunikationstrainings. Da verbinde ich so das Wissen, was ich habe über die Stimme natürlich und den Körper mit dem Wissen, wie man sich auf einer Bühne bewegt, wie man hinsteht, die Körperhaltung, die Körpersprache. Und das habe ich sehr erfolgreich live gemacht, jahrelang. Bei großen Schweizer Firmen, ich weiß nicht, ob wir Namen nennen dürfen in dem Ich habe da kein Problem Format. bei mir. Okay. Also zum Beispiel für die Swisscom, die Telefongesellschaft, und für die Bahn. Also sei es jetzt Sales Team, Callcenter oder auch die Zugbegleiter. Es gibt ganz viel Bedarf, dass Menschen einfach besser sprechen müssen, sollten. Besser kommunizieren können und erst merken, was für ein Mehrwert in ihnen noch steckt, wenn man eben die Stimme und den Körper richtig in Einklang bringt und dann quasi so widerstandslos der Atem fließen kann und ich dann so die Zuschauer auch besser begeistern kann und meine Message wirklich rüberbringen kann. Und durch Corona ist das eben auch flach gefallen, diese persönlichen Workshops, die ich gegeben habe. Und jetzt habe ich ein digitales Produkt entwickelt, sozusagen ein E-Learning-Programm, aber kombiniert dann auch mit Zoom, also mit 1 zu 1 mit mir. Also ein Teilnehmer zum Beispiel kann sich in einem Member-Bereich die Videos runterladen, die Lernvideos, und eigenmächtig das üben. Aber trotzdem gucke ich jede Woche mit dem Schüler die Sachen an. Dann können wir auch nochmal die Übungen durchgehen oder einen Vortrag durchgehen oder ein Video durchgehen, was er drehen muss oder wie auch immer. Und es macht mir Riesenspaß, so das Potenzial der Menschen weiterzuentwickeln. Und ich finde, das ist auch eine ganz tolle Synergie zu meiner Arbeit als Künstlerin. Genau. Kann ich ja vielleicht auch noch ein bisschen was lernen. Wer weiß, ne? Weißt du was, Frank? Ich Ja. glaube, es gibt niemanden, der da schon fertig wäre. Auch ich selbst lerne. Jeder. Das kommt immer,
auf deine Ansprüche auch drauf an. Und je tiefer du reingehst in eine Materie, desto mehr spürst du, ich glaube, da ist noch was. So da ist es, können so ist wir das Juwel noch schleifen. Ich habe jetzt mittlerweile, ja, jetzt heute sind wir mit der 720., 22. Folge dabei. Und wenn ich so zurückschaue, wie es wirklich losging, und mir meine ersten Folgen anschaue, dann denke ich auch, um Gottes Willen. Und man hat wirklich dann so mit den Jahren wirklich dazugelernt, macht jetzt auch vieles lockerer, ein bisschen ja, nicht mehr ganz so steif und weiß auch, wie man mit der Kamera dann umgehen muss und mit den Leuten kommunizieren kann. Und das macht eigentlich schon ganz gut Spaß. Und das ist auch das, was immer wieder motiviert. Ich sag immer, das Schöne an unserem Beruf ist, wir sind nie fertig. Nee, definitiv, da hast du recht, ganz genau. Und gerade auch jetzt im letzten Jahr ging es mir ja so, ich habe ja leider auch niemanden groß treffen können, dürfen. Ja, es ging einfach nicht. Deswegen hat man alles online gemacht und auch da hat sich dann die Technik wieder auch weiterentwickelt. Also da hat man auch wieder neue Wege gesucht, um das Ganze umzusetzen. Und ich denke, gerade auch online, da hat man ja diese Live-Ansprache gar nicht. Da ist es noch wichtiger, zu punkten mit der Stimme und mit der Ausstrahlung. Da hast du ja nur ein kleines Bullauge. Ne? So ist es. Die Kamera. So ist es. Und du hast auch nicht so viel Zeit, andere Menschen zu überzeugen. Oder auch am Telefon. Ja. Da hast du ja nur deine Stimme. Ja. Und dann kannst du punkten und das schon nach 5 Sekunden oder 10 Sekunden oder eben auch nicht punkten. Deswegen ist die Stimme, das ist eigentlich der Schlüssel zur Kommunikation. Sei es jetzt als Künstler natürlich auf der Bühne mit Singen oder im Sprechen. Ganz genau. Das ist richtig, genau. Ja, jetzt kommen wir nochmal wieder aufs Musikalische dann nochmal zu sprechen. Ganz genau. Wie sind eigentlich dann jetzt so deine weiteren Pläne? Was Meine hast Pläne. Du so vor für, also, ja, jetzt für 22, wenn hoffentlich endlich mal das ganze Corona hoffentlich mal begraben ist, aber ich glaube noch nicht so ganz dran. Also ich würde wirklich wieder mal gern ins Studio gehen. Aber ich habe jetzt schon 2 Studios angeschrieben, die gibt es einfach nicht mehr. Es ist unglaublich. Okay. Ganz viele Musiker haben aufgegeben. Also, oder ja, können mit den Corona-Regeln ihren Beruf gar nicht mehr ausüben. Ja. Offensichtlich auch Studios, dass die keine Genehmigung mehr bekommen, wie auch immer. Ich würde so gerne aus dieser Chanson-CD eine Auskopplung auch machen und etwas moderner das noch gestalten, so Richtung Elektro-Swing, so ein bisschen Retro, aber trotzdem mit einem modernen Groove. Aber da braucht es halt auch wieder die richtigen Leute, die dann im Team mit mir das entwickeln oder eine Idee eben umsetzen. Und da bin ich jetzt gerade dran, jemanden zu finden. Ja, da gucken wir mal. Vielleicht hört ja jemand zu, der da vielleicht irgendwo eine Idee hat oder was machen kann. Jetzt muss ich mal, dich mal ganz blöd überfallen. Eine musikalische Kostprobe, wäre das möglich oder ist das jetzt zu umständlich? Du, da war ich jetzt gar nicht vorbereitet, Frank. Ich habe jetzt mein Akkordeon auch gar nicht da. Okay. Dann sollen wir alle mal reinschauen bei YouTube. Dann glaube ich, da gibt es Beispiele, die man dann sehen kann. Ne? Genau, da habe ich natürlich ganz viele Beispiele. Also von einem Elektro-Swing, den habe ich jetzt nicht auf YouTube. Den habe ich nur mal so als Draft, so als Audio. Aber der müsste noch etwas verfeinert werden natürlich. Genau. Und weil wir ja ganz am Anfang jetzt mal kurz gesprochen haben, du sagtest ja, du hast das Knopfakkordeon. Genau, also vielen ist ja wirklich noch das Akkordeon, denke ich mal, mit der Klaviertastatur ein Begriff. Die Knöpfe sind schon ein bisschen vielleicht, ja, sieht man nicht so häufig bei einem Akkordeon. Man sieht höchstens das bei einer steirischen Harmonika und da ist es ja dann wieder so, Zug und Druck, da kommt wieder ein anderer Ton raus. Ist das beim Akkordeon, Knopfakkordeon auch so? Nein.
Also beim Knopfakkordeon chromatisch C-Griff spiele ich. Gott sei Dank bleibt der Ton erhalten. Also egal ob ziehen, drücken, es ist immer der gleiche Ton. Warum Knopf? Also mein Vater spielte eben auch Knopf. Er spielte diatonisch, also swiss-steirisch, sage ich jetzt mal. Da ändert sich auch ziehen und drücken der Ton. Und durch die Nähe zu Frankreich, die spielen eben alle Knopf. Weil für das französische Repertoire, Musette, diese ganz schnellen Läufe, die sind sehr schwer auf Piano, auf Tasten. Da ist es schon von Vorteil, wenn die Knöpfe klein sind und du bist so ganz schnell. Okay. Ja, das soweit mal da dazu. Und da machst du dann auch die schnellen Stücke dann, weil geht es bei dir auch tempomäßig zur Sache oder wie muss ich es vorstellen? Also ich kann langsam, ich kann aber auch schnell. Es muss ja auch ein bisschen Abwechslung in Ja, den Stücken genau. sein. Richtig. Und wenn du dann Akkordeon spielst, wie sieht es da mit der Begleitung aus, wenn du so ein Auftritt, Konzert oder wie auch immer Genau. machst, Also ich habe mehrere Formen. gibt es da eine kleine Besetzung dazu, die, oder wie muss man sich vorstellen? Also ich habe mehrere Formate. Die CD eingespielt, die habe ich mit einer kleinen Combo live. Dann habe ich aber auch einen Pianisten, also mit Keyboard. Da können wir natürlich dann zusätzlich noch einen Rhythmus dazu machen. Er kann Klavier dazu spielen oder auch ein Instrument programmieren und ich natürlich das Akkordeon dazu und singen. Ich habe auch einen Gitarristen, der macht dann auch den Rhythmuspart und natürlich auch, ja, je nachdem, ein bisschen Melodie. Oder ich mache es ganz alleine. Oder ich habe natürlich auch Halbplaybacks und kann dann über die Halbplaybacks quasi Akkordeon spielen und singen. Das gibt dann auch etwas Fülle. Also ich denke, man muss da einfach flexibel sein, je nach Anlass und Budget. Es ist ja auch immer eine Budgetfrage. Ganz klar, ganz klar. Also, da muss ja natürlich der Kunde, der Veranstalter, wie auch immer, kannst du ja dann entsprechend sich entscheiden, was er haben möchte. Genau. Ganz genau. Ja, wie Am er dich. meisten macht es natürlich Live-Spaß, wenn du eine Ja, kleine natürlich, Combo das ist hast klar. oder ja, einfach Begleitung, aber man ist dann auch schon wieder abhängig von anderen Musikern und also gerade jetzt zum Beispiel, ich habe so viele Musiker, die sind nicht geimpft. Und dann ist es mir passiert, letzten Sonntag wäre ich auch als Duo gegangen. 2 Tage vorher wusste ich, ich muss alleine gehen. Und dann, ja, ist natürlich Improvisation gefragt, ne? Ja, klar. Was machst du jetzt alleine? Ah, ja, und jetzt wird es natürlich doch noch mal ein bisschen strenger die nächsten Tage und Wochen, wenn das jetzt so die Zahlen so weiter steigen, dann wird man da wahrscheinlich noch mal in eine ganz blöde Richtung reinrutschen, ne? Da ist Erfindungsgeist angesagt. So ist es, so ist es. Da müssen wir doch mal über das Home-Konzert nochmal nachdenken. Ne? Also ich bin eigentlich immer ganz froh, dass ich wirklich ein Instrument auch spiele. Denn komme, was wolle, ich kann immer alleine gehen. Das stimmt, das Und stimmt. das ist, also ich finde diese Unabhängigkeit, das ist nie ganz schlecht. Dass man wirklich sagen kann, okay, wenn alle Stricke reißen, kann ich auch alleine gehen. Ja, das ist richtig, genau. Und da hast du ja eh schon einmal die Melodie und zum anderen der Bass. Das hat die zwei Kombinationen hast du schon Genau, mal. Ja. genau. Und dann die Stimme noch dazu, dann Genau. ja, ist man eigentlich schon ein kleines Richtig. Orchester. Ja, also das kleinste Orchester der Welt, kann man sagen. Ne? Genau. Selbst ist die Frau. Richtig, richtig, genau. Ja, Frauen mit Akkordeon gibt es ja jetzt nicht ganz so viele, so wenn ich so grob drüber nachdenke. Zum einen fällt mir die Christa Behnke noch ein, aber die ist ja auch schon entsprechend im Rentenalter, denke ich mal. Die wird auch nicht mehr so viel machen. Und Und wer die hat jetzt, nicht singen können, ne? ja, Also die nee, konnte einfach sehr gut Akkordeon spielen. gesungen hat sie eigentlich nie, das stimmt. Und dann fällt mir noch die jetzt, hoffentlich spreche ich es jetzt richtig aus, die Lady of Grey. Genau. Die ist jetzt sogar wieder plakatiert bei uns in Reutlingen. Echt? Ja. Okay. Genau. Dann müsstest ja eigentlich du kommen als nächstes dann, oder?
Ich denke ja. Warum Ja, denn das ist nicht? eigentlich eine Männerdomäne, Akkordeon. Vielleicht auch, weil es so schwer ist, also schwer im Sinne von Gewicht. Es ist, ja, man muss das schon ganz Ja, schön was was wiegt denn so ein Instrument? rumtragen. Ja, also zwischen 7 und 11 Kilo. Und je nachdem, manchmal laufe ich auch rum, Ja. ist das schon anstrengend. Da hat man schon, es geht schon auf die Schultern dann, ne? Ganz genau. Und den Rücken. Ja, richtig. Naja, sehr schön. Jetzt haben wir doch ein bisschen schon mal Einblick bekommen über dein Werk und Tun und was du so alles jetzt aktuell machst. Jetzt hoffen wir mal, dass wir wirklich auch mal die Gelegenheit haben, dich mal irgendwo live zu hören. Da drücken wir mal ganz fest die Daumen, dass das spätestens im nächsten Jahr irgendwann mal sein wird. Und dann machen wir da auf alle Fälle nochmal eine Fortsetzung damit. Ja, ich habe mich natürlich auch bei diversen Fernsehformaten schon gemeldet, von immer wieder sonntags bis Fernsehgarten oder was es alles gibt. Aber Aber das ist die natürlich kommen auch vielleicht mit der Musik noch nicht so ganz zurecht, oder? schwierig. Ja, eben, da muss man immer so direkt in eine Schublade. Und irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, es sind immer die gleichen Gesichter. Sie vertrauen immer auf die gleichen Den Gesichter. Eindruck habe ich leider zum Teil auch immer mal wieder, ne? Ja. Aber Aber vielleicht wer können wir es ja weiß. irgendwo mal ändern. Genau. Genau. Einfach mal Baden-Baden bei den Redakteuren mal vorbei oder ja, genau. Steter Tropfen höhlt den Stein. So ist es, genau. Naja, sehr schön. Dann würde ich sagen, sind wir schon langsam wieder am Ende unserer kleinen Talkrunde fürs Erste. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir da keine Fortsetzung machen. Es war jetzt schön, dass wir uns mal wieder erstens mal wieder ausgetauscht haben und auch mal wieder persönlich so gesehen haben auch. Ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Ich danke Erfolg dir, Frank. Danke für und dein Format und danke für die Chance. sehr gerne. Und wie gesagt, wenn es was Neues gibt, gerne melden einfach, ne? Genau. Auch danke den Zuhörern, deinen Zuhörern natürlich, Nicht fürs nur Hörer, Zuschauen, Zuschauer, Zuhören. genau. Wir Genau, schauen uns ja ja. zu, so ist es, genau. Also wenn man jetzt noch ein bisschen mehr wissen möchte, wo bist denn du noch überall zu finden, auf welchen Social-Media-Kanälen heutzutage, muss man da mal fragen. Also, Homepage ich natürlich, habe eine klar. Website, www.christine-schmidt.tv. Ich bin auf Facebook, ein Wort, Christine Schmidt Music, alles zusammen. Man findet mich auf Instagram, auch unter diesem Namen, Christine Schmidt Music. Wo bin ich noch? Auf YouTube, auch unter dem Namen Christine Schmidt Music. Also, man kommt Und an. iTunes einfach meinen Namen Ja. eingeben, Christine Schmidt. Dann kommen auch meine diversen Aufnahmen zum Download. Wunderbar. Also, Genau. da kommt man wirklich nicht drum rum und macht regen Gebrauch davon, liebe Zuschauer. Genau. Genau. Oder wenn man eine CD will, die muss man dann bei mir bestellen, am besten über die Webseite. Also meine Genau. Adresse Alles klar. Das machen doch hoffentlich dann viele. Genau. Da dann auch. wünsche ich dir eine gute Zeit. Den Zuschauern sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse. Und bis zur nächsten Ausgabe sage ich jetzt einfach mal, macht's gut. Okay. Ciao.